Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Netherpunkt Right Alpha. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 1, denn letzte Folge war ja mehr so ein, also was heißt letzte Folge? Es war ja mehr so ein Erklären und Machen und Tun. Heute werden wir leider trotzdem nochmal ein bisschen erklären, und zwar brauchen wir erstmal einen Stack Ender Chests, den wir nämlich nehmen werden. Dann werden wir hier eine Ender Chest inbauen und werden uns einmal kurz eine Tools-Dings nehmen und werden die da reinpacken. Wir werden uns komm, packen wir die auch mal rein. So. Und wir werden uns eine Armory-Dings nehmen. Wir werden uns eine Food- und eine Totems-Box nehmen, die in die Dings hier reinkommt. Und wir werden uns eine Rockets-Box da rausnehmen, die auch hier reinkommt. Das sind alles Sachen und hier sind irgendwie Sachen drin. So, was wir zusätzlich noch machen werden. Wir werden uns nochmal eine Armory nehmen und werden uns einfach mal equippen. Genau die brauchen wir nicht. Danke. Das brauchen wir. Wir brauchen einmal das Sharpness 5 Schwert. Dankeschön. Brauchen wir ein Trident? Ah, ist jetzt die Frage. Nehmen wir uns ein Trident? Ich finde ein Trident cool. Wir nehmen uns ein Trident. Und dann nehmen wir, glaube ich, gar keinen Bow, oder? Beziehungsweise doch, wir nehmen uns mal einen Bow. Ja, so, das brauchen wir. Wunderbar, hätten wir das erklärt. Wir können uns natürlich auch die ganze Zeit Pfeile nehmen. Ich mache trotzdem nochmal Timeset 0, bitte. So, genau, dann können wir das nochmal, wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen, können wir es nochmal machen. Wir holen uns einen Stack Dings. Wir machen mal auch kurz zack, zack, zack und zack. Wunderbar, ich habe auch noch nicht Cover Me in Debris freigeschaltet, kann das sein? Doch. Habe ich? Habe ich nicht. Das unten, ganz unten, das habe ich schon geschafft. Ich habe schon zwei Biomes geschafft. Okay. Ja, gut, das interessiert mich aber gar nicht. Okay. So. Achso, den brauchen wir. Damit war diese Kiste, glaube ich, leergeräumt. Also alles, was wir da nicht mehr brauchten. War egal, so, nehmen wir uns doch einfach mal das so. Dann nehmen wir den Trident in die 2. Dann nehmen wir auch zwei Totems. Dann packen das dahin. Wunderbar. Wir brauchen einen Arrow. Einen einzigen praktischerweise nur. So. Und dann haben wir solche Teile. Und dann wären natürlich noch ein paar Tools praktisch. Wunderbar, ich danke dir. So, und zwar packen wir, nehmen wir uns doch einfach mal eine Netherite-Axt. Und die mache ich mir mal kurz neu. Aber ich will ja trotzdem noch die gleiche Efficiency Unbreaking Silk Touch Mending. Efficiency. Bin ich dumm? Naja, ich weiß. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt hätten wir hier auch nochmal eine vernünftige Axt. Wunderbar. Die packen wir weg. So, dann haben wir eine vernünftige Axt. Dann brauchen wir, das ist natürlich auch völlig falsch hier. Wir brauchen eine vernünftige Spitzhacke. Wir brauchen eine vernünftige Schaufel. So, wunderbar. Genau, nehmen wir uns einfach mal die. Perfekto. Und dann nehmen wir uns eine Hoe. Obwohl, die Hoe können wir auch daraus nehmen. Die Toolsbox habe ich hier drin. Wunderbar. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, auch alles hier raus. Genau, weil wir das alles da rausnehmen können. Die können wir da rausnehmen. Wunderbar. Perfekt. Dann kommt die auch weg. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben noch keine Rockets. Das ist korrekt. Ja, und damit hatten wir es im Grunde genommen. Wir haben hier nochmal alles zur Sorgfalt drin. Wir haben Totems. Wir haben irgendwie sonst noch alles. Ich packe hier auch irgendwie, soll ich hier mal so ein. Achso, ein Bett können wir noch da reinpacken. Wir nehmen uns einfach mal zwei sogar. Eins da rein und eins hier rein. Und das stellen wir jetzt einfach mal gleich irgendwo hin. Und damit machen wir komplett neu. Timeset 0. Game Mode Survival. So, und wir löschen. Obwohl, wir brauchen den gar nicht zu löschen. Damit geht es jetzt los. Jetzt nach 5 Minuten.
geht's los mit Netherite. Beziehungsweise, ja, so ungefähr. Die Ender Chest muss ich wohl oder wieder stehen lassen. Und jetzt halten wir, apropos, erstmal muss ich natürlich Folgendes erwähnen. Hier, kurz, 1, 2, 3 Sugarcane mit 4 höher. Das ist nicht unmöglich, aber selten. Und auch hier haben wir einen Kaktus mit 5. Was ist denn das hier für eine Welt eigentlich? Was zur Hölle? 5 hohe Kaktus, 3, 4 hohe Sugarcanes. 4. Naja, wir sind hier in einem schönen Plains-Biom gespawnt und jetzt erforschen wir direkt ein weiteres. Das wäre in dem Fall unser guter Freund, der Sumpf. So, und damit holen wir uns doch einfach mal ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich bin enorm leise. Beziehungsweise. Okay, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich hoffe nicht. So, nochmal. Wunderbar. Den hätten wir schon mal geklärt. Den Baum hier. Und dann nehmen wir den direkt auch mit. Man kann ja nie genug Bäume mitnehmen. Ne, so ein bisschen Holz ist natürlich auch wichtig. Vor allem, weil das immer ganz praktisch ist, wenn man das einfach mal mitnimmt, weil man dann nämlich diese Situation hier haben kann, dass man hier nämlich eine Crafting Table, beziehungsweise eigentlich sogar zwei hat. Wunderbar. So. Auch hier ist es natürlich unverändert. So ein paar Grundressourcen hätte ich natürlich schon ganz gerne erstmal. Ja, wir haben Netherite Tools, aber halt kein Holz. Und das ist das erste Problem hier, was wir hier haben. Und deswegen gehen wir eben so vor, dass wir hier jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. So, und das ist auch erstmal ganz typisch. Das war in Forest Stranded ein bisschen anders, glaube ich, oder? Ja, wohl. Ja, da mussten wir uns natürlich erstmal die Kühle wieder cheaten. Weil wir wahrscheinlich sonst noch öfter gestorben wären. Ja, aber das wäre dann, hätte dann, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht. Wenn ich mir überlege, wie oft wir in Forest Strand gestorben sind, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. So. Ja, wie ich rode hier einfach den Wald, ohne irgendwas nachzupflanzen. Kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Kann ich nicht verstehen. Nun gut, jedenfalls ist das unsere gesamte Situation hier. Wir haben einen Trident, den können wir wegwerfen. Und wenn wir den weggeworfen haben, dann kommt er wieder. Wunderbar, vielen Dank. Das ist, ach, ich mag Tridents. Ich liebe Tridents, könnte man sogar sagen. Und wupp. Ah, ich finde die verdammt cool. Man sollte sich nur nicht von denen treffen. Ich weiß gar nicht, kann ich mich von meinem eigenen Trident treffen lassen? Tatsächlich. Ja. Und es hat auch nicht wirklich viel Schaden gemacht, obwohl er. Ja gut, ich meine, der hat Impaling. Im Nahkampf macht der tatsächlich recht viel Schaden. Der macht 9 Schaden, während mein Schwert mit Sharpness 5, 11 macht. Also, so ein Trident ist im Nahkampf wirklich nicht ohne. Ja, wunderbar. Hier haben wir einfach. Ich pflanze einfach mal so ein paar Bäume nach hier. Komm, wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? So, da wo ich noch sehe, dass da ganz definitiv ein Baum fehlt, setze ich einfach mal wieder einen hin. Hier fehlt zum Beispiel einer. Und hier. Und hier. Da stand nämlich schon einer. So. Und da. Wunderbar. Und hier können wir tatsächlich keinen setzen. Obwohl da schon einer stand. Und das ist ein bisschen schade. Aber naja, was will man machen, ne? Gut, wir bekommen hier gerade Setzlinge ohne Ende. Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte nämlich schön Holz haben. Beziehungsweise, was man auch mal nehmen könnte, wäre ein bisschen mehr Holz. Beziehungsweise ein bisschen Holz fürs Leben oder so. Und zwar können wir hier nochmal ein bisschen Oakwood mitnehmen. Aber was wir auch machen können, ist hier ein bisschen Spruce Wood mitnehmen. Und das ist nun der Plan. So. Ich habe leider nur Silk Touch Tools und deswegen hätte ich das Laub dann jetzt direkt mit abgebaut und das will ja keiner. So, wunderbar. Also ich will ja nicht Laub mitnehmen. Achso, wollte ich nicht da immer ein Dings stehen lassen, damit ich weiß, dass da ein Baum stand?
War das nicht mal der Plan gewesen gehabt? Wunderbar. Da steht schon einer. Perfekt. Und es liegen hier mittlerweile auch ein paar. Nein. Cool. Kann ich die auch in einem Schlag damit töten? Tatsächlich. Meine Axt macht 10 Attack Damage und die macht 11. Interessant. Das ist ja wirklich mal sehr interessant. So. Läuft doch ganz ordentlich für die ersten 10 Minuten. Ich kann nämlich schon rumfliegen. Also gucken wir uns doch einfach mal die Gegend so ein bisschen an, während da unten Selbstlinge droppen. Ist doch schön hier. Und da unten sehe ich schon Kürbisse. Und da oben sehe ich auch Kürbisse. Und da. Oh, wow. Was haben wir denn da? Ja, holla, holla, holla. Wow. Achso, habe ich schon erwähnt, dass ich versuche, ohne einen einzigen Tod hier durchzukommen. Gut, aber das ist jetzt nicht so kompliziert. Also, wenn ich einen Tod bekomme, müsste ich mich schon wahnsinnig dämlich anstellen. Weil ich natürlich auch mich einfach hinlatzen kann mit der Elytra. Und trotzdem eben nicht so viel Schaden bekomme. Und wenn ich genug Schaden bekomme, um mich zu töten, habe ich ein Totem in der linken Hand. Und wenn ich ein Totem verliere, habe ich erst ein Totem hier drin und dann noch 27 Totems in meiner Ender Chest. Und auch unendlich weitere zur Verfügung. Mal gucken, wann wir so unsere Raid Farm bauen werden. Das sieht bescheuert aus. Dieser Baum da. Und was ist mit dem Baum falsch? Warum ist der so groß? Hä? Was für ein verrückter Baum hier? Sehen Sumpfbäume so aus? Ich glaube schon, ne? Der hat ja riesige Kronen hier. Der auch. Tatsächlich. Offensichtlich sehen Sumpfbäume einfach ein bisschen größer aus als die anderen. Nun ja, wir gehen nochmal zurück zu unserer guten alten Spruce-Plantage. So. Und holen uns ein bisschen Setzlinge. Vielen Dank. Danke. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, das ist also das hier. So, hier haben wir jetzt noch Dinge. Boah, ach ja, stimmt, wir haben ja Depth Spreader. Nun ja, irgendwann müssen wir uns auch mal damit begnügen. Jetzt kann ich erstmal vielleicht ein bisschen Coal Ore mitnehmen, tatsächlich. Warum auch nicht? Ich habe ja Zeit. Ja, ich halte das für eine recht ansehnliche Idee, tatsächlich. Ja, das hier mitzunehmen. Durch Aqua Affinity habe ich keinen Geschwindigkeitsverlust durch das Wasser, in dem ich gerade schwimme. Abgesehen davon hätte ich, glaube ich, sowieso keinen Geschwindigkeitsverlust, weil ich doch nur mit einem Fuß da drin stehe, ne? Danke. So, ich habe von meinem Stack Raketen übrigens schon 12 verbraucht und bin noch nicht so viel rumgeflogen. Ich bin auch jemand, der mittlerweile recht viele Raketen verbraucht, muss ich gestehen. Gut, wenn man sie hat. Ich habe gerade versucht, in die Kamera zu gucken. Da ist aber gar keine Kamera und außerdem würde es auch nichts bringen. Aber naja, macht der Gewohnheit, ne? Da sieht man doch mal, wie wichtig das ist, dass ich auch mal Videos ohne Facecam mache, ne? Ja, wunderbar. Außerdem ist es ist halt irgendwie entspannter und ich kann einfach kommentieren, was ich mache. Ich verstehe Leute, die ohne Facecam das gerne machen und Klüm zum Beispiel macht ja seine Aufnahmen auch ohne Facecam und das, glaube ich, ist auch eine ziemlich coole Variante, beziehungsweise es machen unfassbar viele Leute ihre Aufnahmen ohne Facecam und Streams mit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Ja. Mehr. Entschuldigung. Sie stehen mir im Weg. Das macht aber, der macht halt Geräusche echt, ne? Also der macht Geräusche wie ein. Oh. Wie ein Dings. Habe ich das schon erwähnt? Geräusche wie ein Dings. Ja. So. Also. Das ist ja nur das eine, das Schmeißen. So, aber wenn der auch noch was trifft. Bing. Oh Mann, ey. Ich finde das aber der Wahnsinn, echt. Ich liebe Teile. Ich liebe Tridents. Ja. Und das ist doch schon mal ganz ordentlich hier. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Kohle mit, weil wir es können. So. Wunderbar. Und dann sehen wir, es wird tatsächlich langsam
Es nächtelt langsam. Und tatsächlich habe ich damit aber kein Problem. Denn wir können auch einfach gegen Monster kämpfen. Und das tun wir da unten. Warum? Das weiß ich nicht. Aber ich fand den Platz eigentlich gerade mal ganz ordentlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir in Lava schwimmen können? Wenn wir nämlich genug essen, dann regenerieren wir schneller. Sollten wir eigentlich schneller regenerieren. Ach so, ja, wir haben keine Dings an, ne? Deswegen. Oh ja. Nun ja. Wir haben keine Testplate an. Deswegen, da sehe ich ein Ruin Portal tatsächlich. Was erblicken meine freudigen Adleraugen? Wir haben keinen Wassereimer. Wir haben gar keine Eimer. Wir haben auch kein Eisen. Können wir uns holen, aber wir können auch ruhig mal in das. Ins Dings gehen. Hier zum Beispiel ist das Ruin Portal. Und erstens ist hier Kohle. Die nehme ich einfach mit. Ich weiß nicht, warum ich gerade so einen Kohle-Hype habe. Aber ich nehme einfach Kohle mit. Weil ich es nämlich kann. Und ja. Das ist der Grund, warum ich Kohle mitnehme. So. Oh. Oh. Hier haben wir übrigens Magma-Blöcke. Und die werden wir auch noch zur Genüge abbauen, wahrscheinlich, weil wir irgendwann eine recht krasse, aber recht, ja, traditionelle Goldfarm bauen. Also nicht mit irgendwelchen, also die wird krass, die wird groß und nicht gerade klein. Das würde das Große mit einschließen. Ja, aber die wird eben nicht so, dass wir diese absoluten Elite-XP-Farmen, wo die XP noch hin und her geschoben werden und in irgendwelchen Tunneln landen und sonst was. Das ist mir ein bisschen suspekt. Also ich finde die, ich meine, ich verstehe, warum die Farmen besser funktionieren und ich finde das jetzt auch nicht schlecht, dass man sich da direkt zu zweit hinstellen kann und zwei Leute die XP aufsammeln müssen, damit die überhaupt verarbeitet werden können. Weil das so viele XP sind, dass ein Spieler die nicht aufnehmen kann. Ja, trotzdem bin ich allerdings irgendwie, ja, nicht der Typ für solche XP-Farmen direkt. Und deswegen, ja, ist das so. Deswegen bin ich da nicht der Typ für. Und das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Das ist doch sehr interessant. Vielen Dank. Das war mal eine Kohleader. Wir haben mittlerweile über zwei Stacks Kohleerz und kein einziges Monster. Oh, doch, da sehe ich doch was. So. Komm her. Nee, warum bist du nicht tot? Oh. Na gut, das war jetzt auch nicht schlau. So. Wunderbar. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob die auf Schnee spawnen können. Ich vermute es fast nicht. Den Zombie da snack ich mir. Boah, jo. Haha. Das Aim sitzt. Ich bin auch nicht schlau. Ich liebe echten Trident. Ach, Leute. So, Thorns. Snacken. Oder so. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen wenig Herzen. Das gefällt mir ungern. Ach, ich habe keine Brustplatte. Aber ich habe ja sowieso eine Armory-Schalker-Box. Ich habe eine ganze zweite. Ein zweites Arsenal an. Okay. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe ein ganzes zweites Arsenal an. Waffen und Rüstung dabei. Und ja, das ist doch mal ein eigentlich ganz schöner Abschluss. Also ich werde jetzt die Folge nicht direkt beenden, aber nachdem wir diese Nacht vollendet haben, was auch, wie auch immer man eine Nacht vollendet, aber man kann so einiges vollenden, habe ich mir sagen lassen. Deswegen, ja, machen wir doch das doch einfach mal auch direkt mit der Nacht. So. Ich nehme an, wir werden gleich von irgendwas angegriffen. Ah, da haben wir doch. So. Ich bin heute PvP-mäßig nicht ganz auf der Höhe. Das gebe ich zu. Ich war PvP-mäßig noch nie auf der Höhe. Also, es ist auch nicht PvP, es ist PvE, fällt mir gerade auf. Ich bin also auch begriffsmäßig und Ausdrucksdings heute nicht so affin. Ja. Warum sammle ich so viel Kohle? Jetzt wir haben mittlerweile über drei Stacks. Ich finde das lustig tatsächlich. Ich finde das interessant, dass wir so viel Kohle jetzt haben. Ich weiß nicht, was wir damit machen wollen.
Aber wir gucken mal. Also, wenn ich Fortune benutzen würde, dann hätten wir mittlerweile echt verdammt viel Kohle. Ja. Okay. So. Nun denn. Dann haben wir da oben noch was an Kohle. Ich wollte ja eigentlich heute Nacht gegen Monster kämpfen, aber gut, wenn sie nicht kommen, ne, dann kann ich da ja auch nichts für. Also ich wäre bereit. Aber sie offensichtlich nicht. Die Monsters. Da sehe ich zwar noch Kohle und ich sehe Monsters. Ah, komm schon, war das ordentlich geschmiegig, kantig auf die Höhe. Oh. Na gut, da brauche ich gar nicht versuchen, fürchte ich, ne? So. Und dieses Skelett zum Beispiel kann man auch ganz gut mit der Axt töten. Mit einem Crit-Hit mit der Axt macht man nämlich nicht schlecht Schaden. Mit einem Crit-Hit mit dem Schwert wirklich aber mehr. Wow. Da habe ich mal erwähnt, dass mit der Elytra und Crit teilweise. Oh, ich habe ja gar kein Schild. Ziemlich bescheuerte Sachen passieren. Ja, was geht? Oh, du hast dich aus meinem Blickfeld bewegt, du Schlingel. Ich will immer mit dem Scheiden kämpfen, aber irgendwie bin ich noch unfähig mit dem Scheiden. Das könnte sich noch ändern im Laufe der Zeit. Wenn ich ein bisschen mehr mit Entscheiden kämpfe, aber ich glaube, es gibt leider keine Hoffnung mehr. Ja. Mit Bane of Arthropods macht man übrigens Spinnen. Also Bane of Arthropods 5 Netherite Schwert tötet Spinnen direkt, meine ich zumindest. Also ich vertue mich da jetzt irgendwie. So. Wir gucken mal, was sonst so abgeht. Auf dem Plateau. Oh. Auf dem Plateau namens O oder so. Ah, schade. Naja, gut. Gut, dass ich so weit weg bin. Von zu Hause, wo auch immer zu Hause ist, tatsächlich. Also zu Hause ist da, aber also ich weiß nicht, ob ich das jetzt als zu Hause bezeichnen würde. Na komm. Ein Schuss, ein Treffer. Wunderbar. So, wer gewinnt, fragt sich jetzt nur, ne? Gut, das Skelett kann natürlich deutlich schneller, genau. Das habe ich mir gedacht. Das Skelett kann ja eher schießen, als dass der Zombie das Skelett angreifen kann. Das hat sich gerade stark im Knockback angefühlt, aber tatsächlich. Also, Knockback ist stärker, als man denkt. Upsala. Okay. Ja, ich bin immer vorsichtig mit Creepern. So, ist da hinten. Etwa der Lavastrahl? Oh, offensichtlich, ne? Das finde ich ja genial. Im Flug. Ist das denn der? Oh, tatsächlich, dieser Lavafall. Das heißt, da wollte ich gegen Monster kämpfen. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert, ne? Oh. Okay. Also die Elytra ist echt manchmal unberechenbar. Ihr seht also, auch mit Netherite-Rüstung hat man manchmal es nicht ganz so einfach. Die Nacht ist vorbei und damit sage ich mal vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich habe mich noch selten aus dieser. Apropos,
Was ich noch sagen wollte, falls sich jemand fragt, warum sieht dieser Enchantment-Glint so cool aus, warum steht bei meiner Golden Carrot drei Hungerbalken daneben? Und die viel bessere. Wow, sieht aber wirklich schön aus hier. Jo. Und die viel bessere Frage, natürlich, warum. Ja, ich glaube, sonst verändert sich nichts an Texturen, oder? Ja. Stimmt, mein Feuer ist, glaube ich, weiter unten, kann das sein? Oder ist das im anderen? Naja, ich nutze das Resource Pack. Vanilla Tweaks, das hier, voll mit Sachen. Ich habe auch noch zwei andere Dinge. Ja, ich nutze das Vanilla Tweaks und das ist eben eine richtig geniale Website, weil man sich eben sein Custom Resource Pack dadurch erstellen kann, dass man eben sagt, was man gerne hätte. Und dann kann man eben bestimmte Dinge auswählen und hat eben nicht vorgefertigte Resource Packs unbedingt, sondern man kann eben bestimmte Features auswählen und hat dann die Möglichkeit, diese Features in einem einzigen Resource Pack in sein Spiel zu tun. Das müsste ich irgendwann mal wahrscheinlich nochmal neu auswählen. Alle Dinge, die ich haben möchte und alle Dinge, die ich nicht haben möchte. Diesen Enchantment Glint jedenfalls finde ich verdammt cool, weil er viel, viel, viel dezenter ist. Ja, damit allerdings. Also Vanilla Tweaks, könnt ihr mal vorbeischauen, ist Englisch, aber naja, ist ja egal. Also, danke fürs Ergehen sein, macht's gut, bis nächstes Mal und tschüss.